Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Es gibt Filme, die mir völlig unbekannt waren und die mich von der ersten Minute an total faszinierten. Ein solcher Film ist Playgirl aus dem Jahre 1966 von Willy Tremper. Hier passt alles zusammen. Regie, Kamera, Tempo, Darsteller, Musik und der Drehort. Playgirl spielt im Swinging Berlin 1956. Es war die Zeit vor den Studentenprotesten, vor der APO und vor dem STS, die sattsam filmisch verbraten wurden. Es war eine Zeit, in der mir das Berlin des Jahres 1965 völlig unbekannt war. Daher ein tolles Zeitdokument. Der Übergang von einer zerstörten Hauptstadt des Dritten Reiches in eine pulsierende Weltmetropole. Beide Themen waren exzellent in dem Film angerissen und in die Handlung integriert. So eine Stadtatmosphäre eines Nachkriegs-Berlins habe ich bisher eigentlich nur beim genialen Billy Wilder in 1, 2, 3 erlebt. Nun, Playgirl von Willy Tremper ist unter der Oberfläche ein politischer Film. Aber vielmehr ist er eine sehr, sehr schön erzählte, rasante Geschichte mit einer Prise Gesellschaftskritik in faszinierenden Bildern, fast schon Nouvelle Vague. Die modernen Zeiten brechen an und sie werden filmisch umgesetzt. Regisseur Willy Tremper drehte in seiner Karriere 4 Filme und war sonst als Journalist und Autor unterwegs. Sein Film Die endlose Nacht von 1963 erhielt einige Preise beim Deutschen Filmpreis. Ich muss zugeben, ich habe den Film noch nicht gesehen und habe ihn mir auf die persönliche Watchlist gesetzt, weil darf eigentlich nicht sein, dass man so einen Klassiker nicht gesehen hat. Playgirl erzählt die Geschichte des lebensfrohen Models Alexandra, dargestellt von Eva Renzi, die ihr Glück in Berlin sucht und Männer und Situationen für ihre Zwecke ausnutzt. Also im Grunde eine Art It-Girl der 60er Jahre. Uschi Obermeier ohne Politik, wenn man so will. Und ein super faszinierendes Cover. Als ich die DVD in den Player legte, erschien das Gesicht der wunderschönen Eva Renzi. Ich habe sie gleich erkannt, weil sie ein paar Jahre später in Rainer Erlers ersten Teil des Blauen Palais spielte, der zu meinen Lieblingsfilmen gehörte. Und gehört natürlich. Tja, warum kam ich jetzt im Jahre 2021 auf Playgirl, der bereits 2006 auf DVD erschien und 2014 wunderschön wieder aufgelegt wurde? Ja, es war die Musik. Es war die Musik, die mich interessierte. Der Komponist des Films war Peter Thomas. Der Score wurde damals unter dem Namen Klaus Dollinger wohl vermarktet von Politur, weil Politur wohl meinte, das sei der bekanntere Name. Aber der legendäre und von mir sehr hochgeschätzte Peter Thomas komponierte die meisten Stücke. In seiner typischen Art Jazz, Beat, Easy Listening, alles durcheinander und flotter Sound. Über Peter Thomas habe ich ja schon viel erzählt, damals zu Raumpatrouille und für mich ganz, ganz toll Die Schlangengrube und das Pendel. Aber er hat hier wieder seine musikalische Magie bewiesen. Thomas bewegt sich mit Charme und Esprit in der Welt des damaligen Berlins. Film und Musik sind für mich eine wunderbare Liebeserklärung an das Berlin des Jahres 1965. Sowohl Film als auch Score wurde mir von MovieMax aus München dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Und Film schwarz-weiß, 86 Minuten, es ist 30 Minuten Zusatzmaterial drauf,
Und es ist vor allem ein Interview mit Peter Thomas drauf. Und ich werde mir jetzt mal wieder den Sound von Peter Thomas reinziehen und kann ihn euch absolut empfehlen. In diesem Sinne, schaut euch den Film an, versucht euch die Musik zu bekommen. Playgirl, so muss es sein. Danke und gebt mir ein Like.